Samsungs neuer Monitor erfüllt so ziemlich alles, was man sich von einem High-End-HDR-Gaming-Monitor wünschen kann. Das neue Quantum.OLED-Panel bietet 175 Hz Bildwiederholrate mit atemberaubender HDR-Fähigkeit, FreeSync Premium Pro, sogar Smart-TV-Funktion und das alles zu einem fairen Preis. Trotz all dem gibt es einige Gründe, den Monitor nicht zu kaufen. Lass uns darüber sprechen. Herzlich willkommen bei Two Tech Guys. Lasst uns heute über den Samsung Odyssey OLED G8 sprechen. Und bevor wir starten, falls dir das Video gefällt, gib einen Daumen nach oben, abonniere uns und klick auf die Glocke, um keine Videos mehr zu verpassen. Samsungs erster OLED-Monitor sieht verdammt gut aus. Der minimalistisch-futuristische Look sieht meiner Meinung nach viel besser aus als die meisten Gaming-Monitore. Auf der Rückseite befindet sich oberhalb der Anschlüsse auch noch ein LED-Ring, das sogenannte Core Light, welches ihr über das Menü einstellen könnt. Es gibt ein paar vorgefertigte Presets. Der LED-Ring wird allerdings nicht sonderlich hell und ist deshalb auch relativ nutzlos, was wirklich schade ist. Außerdem hat der Monitor auch integrierte Lautsprecher, die gut, aber nichts Besonderes sind. Die Verarbeitung ist sehr gut. Das Gehäuse besteht aus Aluminium, der Standfuß aus Plastik und Aluminium. Dank seines eleganten Designs lässt sich der Monitor gut in jedem Setup unterbringen. Die ganze Konstruktion ist ein wenig instabil und der Monitor wackelt ein bisschen, das ist jedoch nicht schlimm. Der Standfuß selbst braucht auch nicht viel Platz und hat sich ganz klar vom Studio-Display von Apple inspirieren lassen. Ich ziehe ihn jedoch den V-geformten Standfüßen in jedem Fall vor. Der Odyssey OLED G8 kommt mit ungewöhnlichen Anschlüssen daher. Einem Mini-DisplayPort 1.4, einem Micro-HDMI 2.1 sowie zwei USB-C-Anschlüssen. Ein etwa 1,5 Meter langes Mini-DisplayPort-Kabel ist im Lieferumfang enthalten, jedoch nicht ein Mini-HDMI 2.1-Kabel. Wirklich nützlich ist der USB-C-Anschluss, mit dem zum Beispiel ein Laptop angeschlossen und auch gleichzeitig mit Strom versorgt werden kann. Auf der rechten Seite neben den Anschlüssen ist auch noch ein Knopf zu finden, mit dem man das Menü steuern kann. Dazu wird noch eine Fernbedienung mitgeliefert. Der Monitor ist VESA-Mount kompatibel und hat einen Adapter aufgrund des Curved-Designs im Lieferumfang dabei. Das 34 Zoll Ultra-Wide-Panel hat eine Auflösung von 3440x1440 Pixeln. Es hat Samsungs neues Quantum.OLED-Panel verbaut. Das sorgt für bessere Farben und höhere Helligkeiten. Die VESA-Display-Zertifizierung HDR 400 True Black garantiert ein richtiges HDR-Erlebnis. In HDR-Inhalten kann das Panel sogar bis zu 1000 Nits hell werden. In Kombination mit dem tiefen Schwarz sorgt das für einen fast unendlichen Kontrast, den man so nur bei OLED bekommt. Die 1000 Nits müsst ihr jedoch in den Einstellungen unter Spitzenhelligkeit aktivieren. Wenn ich jedoch nicht game, dann stelle ich HDR aus, denn das ABL im 1000 Nit Mode ist einfach zu extrem. Nur schon beim Scrollen durch den YouTube-Feed sind ständige Helligkeitsveränderungen bemerkbar und meiner Meinung nach sehr störend. Mit 250 Nits Fullscreen-Helligkeit wird er auch ausreichend hell. Ich könnte ihn ohne Probleme auch tagsüber nutzen. Jedoch ist zu beachten, dass die Antireflexionsbeschichtung spiegelnd ist. Wenn direktes Licht auf ihn trifft, bekommt er einen bräunlichen Look bei schwarzen Flächen und der Kontrast sinkt massiv. Ich nutze ihn jedoch direkt vor einem Fenster und habe keine Probleme mit direkter Lichteinstrahlung. Ich würde aber trotzdem sagen, dass durch diese Beschichtung der Standort des Monitors sehr entscheidend ist und er in einem lichtdurchfluteten Raum ohne Kontrolle über das Licht nicht geeignet ist. Die Farben sind außerordentlich kräftig. Bei Hogwarts Legacy sehen die Zaubereffekte atemberaubend aus. Hier sieht man die Vorteile der Quantum.OLED-Technik in Action. Mit einer 99,5%igen P3 und 99,3%igen sRGB-Farbraumabdeckung ist das auch kein Wunder. Der Monitor ist auch werkseitig kalibriert und hat eine gute Farbgenauigkeit. Samsungs Quantum.OLED-Panels nutzen eine besondere Pixelanordnung, die von konventionellen LED-Monitoren abweicht. Das hat Auswirkungen auf die Textdarstellung. Der Text hat unten leicht grüne und oben leicht violette Umrandungen. Auch die Textschärfe leidet ein wenig darunter. Für mich persönlich ist das kaum bemerkbar, jedoch kann es durchaus störend sein, wenn man viel mit Text arbeitet. Der Samsung Odyssey OLED G8 ist das beste Display, auf das ich jemals schauen durfte.
Es ist wirklich so, nutzt man einmal OLED, kann man nicht mehr zurück. Der Unterschied zu normalen LED-Monitoren ist gigantisch. Das 34 Zoll Quantum Dot OLED Panel ist die Zukunft. Leider kann ich das euch hier im Video nicht wirklich zeigen. Ihr müsst das am besten selbst erleben. Der große Elefant im Raum ist und bleibt Burn-In. Wie sicher ist man davor? Das kann ich euch leider nicht sagen. Die Display-Technologie ist noch zu neu. Wir werden euch aber auf dem Laufenden halten. Die Website Artings, welche einen OLED-Langzeit-Burn-In-Test macht, hat bereits erste Burn-In-Effekte bei Quantum.OLED-Fernsehern festgestellt. Sie betonen aber, dass man daraus noch keine allgemeinen Schlüsse ziehen kann. Ich habe jedoch gute Neuigkeiten für euch. Der Samsung-Support hat mir mitgeteilt, dass Burn-In bei normaler Nutzung von der Herstellergarantie abgedeckt ist. Beim Game müsst ihr euch jedoch weniger Gedanken um Burn-In machen, und das kann der Monitor ziemlich gut. Dank der extrem schnellen Reaktionszeit der OLED-Technologie, also die Zeit, die ein Pixel braucht, um seinen Zustand zu ändern, sehen Bewegungen extrem scharf aus und Motion Blur wird auf ein Minimum reduziert. Der Monitor ist auch allgemein sehr reaktionsschnell, vor allem bei vollen 175 Hz. Doom Eternal in HDR ist ein absoluter Genuss und es ist unglaublich, wie dieses Game durch High Dynamic Range erst richtig zum Leben erweckt wird. Dank FreeSync Premium Pro gibt es auch kein Screen Tearing. Ich nutze den Monitor mit einer RTX 3080 und hatte keine Probleme, G-Sync zu aktivieren. Das 21:9 Seitenverhältnis ist zudem sehr immersiv, da es viel vom Blickfeld abdeckt und einem richtig ins Geschehen einsaugt. Insgesamt ist die Gaming-Performance extrem gut. Der Samsung Odyssey OLED G8 kommt mit einer Tizen-Benutzeroberfläche, wie man sie aus Samsung-TVs kennt. Der Monitor lässt sich mit der mitgelieferten Fernbedienung steuern. Ich finde zwar, dass die Fernbedienung die Steuerung erleichtert, jedoch ist die Software alles andere als schnell und intuitiv. Es braucht mindestens 4 Klicks, um die Helligkeit zu verändern. Warum gibt es keine Taste dafür auf der Remote? Weiter ist noch Smart Hub mit dabei, denn der Monitor funktioniert eigentlich gleich wie ein Fernseher. Ja, auch Streaming-Apps wie Netflix oder Disney Plus sind darauf verfügbar. Auch Game-Streaming über die Xbox-App ist möglich. Die Software ist jedoch sehr langsam. Es gibt noch ein paar Bugs, die für diesen Preis einfach nicht sein sollten. Der Monitor ändert alle 1-2 Stunden die Lautstärke ohne irgendwelche Eingaben. Im HDR-Modus funktioniert die automatische Farbraumerkennung nicht, beziehungsweise helle Bereiche werden violett umrandet. Mit der Einstellung nativ funktioniert jedoch alles, wie es sein soll. Am unteren Rand sieht man manchmal so einen Pixelstreifen beim Schauen von YouTube-Videos. Nicht jedoch beim Gamen oder im normalen Desktop-Betrieb. Der dümmste und unnötigste Bug ist jedoch, dass der Monitor mit DisplayPort-Kabel verbunden nicht automatisch einstellt, obwohl die Funktion aktiviert wurde. Bitte behebt das, Samsung. Insgesamt ist der Samsung Odyssey OLED G8 ein fantastischer Monitor, der einige Kinderkrankheiten hat. Die Bildqualität ist mit die beste, die momentan auf dem Markt zu haben ist. Die Reaktionszeit und der Input-Lag sind spitze. Das Design ist sehr gelungen und das HDR ist OLED-typisch atemberaubend. In den wichtigen Kategorien punktet der Odyssey OLED G8 und spielt ganz oben mit. Jedoch hat er einfach zu viele Bugs. Auch die Vollbildhelligkeit ist im Vergleich zu LED-Monitoren eher gering. Für mich absolut ausreichend und ich denke für die meisten von euch da draußen auch. Jedoch ist der Odyssey OLED G8 kein Monitor für lichtdurchflutete Räume. Deshalb und auch wegen des Text-Renderings kann man den Monitor nur eingeschränkt fürs Office empfehlen. Da der Monitor ein OLED-Panel nutzt, ist auch ein Risiko für Burn-In vorhanden. Zum Glück ist das durch die 3-jährige Samsung-Garantie abgedeckt. Der Odyssey OLED G8 ist ab ca. 1.300 € zu haben. Und ja, 1.300 € sind erstmal viel Geld, für das Gebotene jedoch durchaus fair. Andere High-End-Gaming-LED-Monitore kosten auch etwa so viel, bieten aber nicht die gleiche Performance. Was uns jedoch interessiert ist, was hältst du vom Monitor? Lasst uns in den Kommentaren darüber diskutieren. Und falls dir das Video gefallen hat, gib einen Daumen nach oben, abonniere uns und klicke auf die Glocke, um keine Videos mehr zu verpassen. Das war's, macht's gut, Freunde, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.